Ja. Ja, danke Susi für diese Einführung. Ja, Doping ist eine leidige Geschichte, so alt eigentlich wie der Wettkampfsport selber. Also bereits in der Antike hat man gewisse Formen von Doping gebraucht, hat gewisse Regeln gemacht. Und heute immer noch haben wir das Problem nicht gelöst. Also die Dopingregeln sind ganz klar Sportregeln. Das ist nicht etwas Staatliches oder so oder ein Gesetz, sondern es sind ganz klar Regeln, die sich der Sport selber gegeben hat. Und er hat auch gute Gründe, diese Regeln zu machen, denn wenn man schaut, heutige Begründungen für die Dopingbekämpfung ist eigentlich ganz, ganz verschieden. Also die Gesundheit von Sporttreibenden, Susi hat Birgit Dressel erwähnt, das ist ganz klar, eine junge Frau, die einem Medikamentencocktail gestorben ist, das darf nicht sein. Auch Fairplay ist natürlich so, soll nicht derjenige gewinnen oder diejenige, der beste Chemiker oder die beste Medizinerin im Background hat. Chancengleichheit, Rechtssicherheit, dass man überall auf der Welt die gleichen Regeln hat. Glaubwürdigkeit, Ehrlichkeit, davon lebt ja eigentlich der Sport. Die positive Entwicklung der Jugendlichen, da komme ich noch ein wenig drauf, Sportethik. Und wenn man das Ganze freigibt, sind natürlich alle dann gezwungen, auch zu dopen. Also eigentlich hervorragende Gründe, um Doping zu bekämpfen, aber trotzdem haben wir es immer noch. Und eine der großen, ganz großen, wie soll ich sagen, Challenges ist, dass wenn Doping nicht entdeckt wird, haben alle eine Win-Win-Situation. Also wenn man dopt und es nicht entdeckt ist, gibt es bessere Leistungen, höheres Prestige, Ruhm, Ehre für alle, auch für die Sportfunktionäre, das ist immer wichtig, Patriotismus, also man kann sagen, dieses Land ist besser als das andere Land, haben wir gesehen bei der ehemaligen DDR, wir haben es wieder gesehen bei der russischen Doping-Geschichte, die 2014 aufkam. Man hat höhere Einschaltquoten, das steigert sich dann auf, man hat höhere Sponsoringbeiträge und natürlich auch finanziellen Erfolg. Und deshalb ist es so schwierig, Doping zu bekämpfen. Also auch wenn wir jemanden erwischen mit Doping, es ist praktisch nie möglich, dann auch das Hintergrund, das Netzwerk aufzudecken. Und das ist da diese Omerta, dieses Schweigen, die alle machen, weil sie eben alle davon profitieren. Und wenn ich ein bisschen zurückschaue, ich habe das auch in diesem Buch, das Susi erwähnt hat, ich habe wirklich nicht gesagt, soll es erwähnen, habe es gemacht. Der Sport hat immer Krisen gehabt. Also Susi hat Tom Simpson erwähnt, das ist ganz klar, der fiel vom Rad, er hatte eine hohe Dose Amphetamin, das ist ein ganz starker Stimulant, er hat eigentlich überdreht mit seiner Leistung, hat einen Herzinfarkt gemacht. Und das kam dann die ersten Dopingbekämpfungsmaßnahmen, nicht weil man Doping bekämpfen wollte, sondern weil das IOC gesagt hat, das ist sportschädigend, wenn jemand vor laufender Kamera tot vom Rad fällt. Und da kam dann auch der Europarat, es gab die ersten multinationalen Regelungen. Oder 1998 ganz klar Tour de France, man hat immer gesagt, der Sport regelt die Dopingbekämpfung selber. Ich bin selber verantwortlich, hat der Sport gesagt. Aber ganz klar, dort hat man gesehen, ohne Intervention des Staates, ohne Eingreifen der Polizei, ohne Razzien, ohne Beschlagnahmungen, ohne Gefängnisstrafen, Gefängnisandrohungen bei Athleten, hätte man dieses Netzwerk nicht aufgedeckt. Und man hat ganz klar gesehen, dass der ganze Radsport, Top-Radsport, war komplett verseucht. Also man hat dann dort aus dieser Tour de France gesehen, dass die Staaten auch Verantwortung übernehmen müssen. Dass man Regeln machen muss, dass der Sport unterstützt, aber auch überwacht werden muss. Man hat dann auch gesagt, man muss die Weltantidopingagentur gründen, also ein damals gesagt unabhängiges Organ, das eigentlich die ganzen Dopingregeln harmonisiert und weltweit einführt. Oder ein typisches Beispiel auch 2012, Lance Armstrong. Lance Armstrong, das war eigentlich der Hoffnungsträger nach der Tour de France-Skandal. Dieser Amerikaner, man wollte in Amerika den Radsport fördern, groß, damals der größte Sportler. Der internationale Radsportverband hat ihn eigentlich gedeckt. Er wusste immer eigentlich, welches die neuesten Analysenmethoden sind. Und es war eigentlich dort die unabhängige Antidopingagentur von den USA, die das gemacht hat. Und ich war damals in den USA, gerade dort, als es aufgedeckt wurde und der Direktor von Antidoping USA wurde bedroht. Und er hat dann alle seine Dokumente aufs Internet gestellt, hat gesagt, das ist meine Lebensversicherung. Also das war für mich sehr, sehr
berühren. Und dort hat er gezeigt, dass man unabhängige Agenturen braucht, die furchtlos gehen können. Oder Doping in Russland 2016, das nur aufgedeckt wurde durch investigativen Journalismus. Herr Josepel ist bekannt, hat auch ein entsprechendes Buch geschrieben, auch ein sehr lesenswertes Buch, wie das alles da sich zusammengeführt hat. Also ihr seht, der Sport hat eigentlich nie vorausschauend etwas gelöst, hat immer nur auf Krisen reagiert und musste immer gedrängt werden. Und das ist auch heute noch so. Also das ist eben wegen dieser Win-Win-Situation. Aber es gibt ja eigentlich ganz gute Argumente, wenn man einzelne Dopingmittel anschaut. Das Stimulanzen, Narkotika, die wirken auf die Psyche, Abhängigkeit, Tod. Tom Simpson ist erwähnt worden. Man hat noch andere Fahrer, Radfahrer vor allem, die dann in Kokain abhängig wurden, dann gestorben sind. Anabolika, diese Muskelaufbaumittel, die wirken auf das Hormonsystem, die haben Herz-Kreislauf-Beeinflussung. Es gibt teils 35-jährige Bodybuilder mit einem Herzproblem wie ein 80-jähriger Alkoholiker. Geschlechtsspezifische Nebenwirkungen, also vermännlichend bei jungen Frauen. Also die wissen dann nicht mehr, bin ich Frau, bin ich Mann. Also es ist etwas, das ganz klar bekämpft werden muss, denn Anabolika gibt es heute praktisch keine medizinischen Anwendungen. Alles, was das ist, sind eigentlich Schwarzmarktmittel. Oder Blutdoping, EPO, diese Ausdauerhöhungsmittel, die führen zu Blutverdickung, die führen zu Herzversagen, Hirnschlägen und auch zum Tod. Wachstumshormone, sehr schwierig nachweisbar, sehr wirkungsvoll, sehr effizient, führt zu Gigantismus. Es wurde Marion Jones erwähnt, man weiß heute oder man vermutet heute, dass sie dann auch Wachstumshormone gebraucht hat und dann eigentlich dann daran auch gestorben ist. Also ihr seht, das ist nicht sehr einfach und je nach Dosierung, Dauer der Anwendung, Geschlecht und Alter gibt es ganz verschiedene unterschiedliche Auswirkungen. Und die Bekämpfung ist dann auch immer sehr schwierig. Also ein Wachstumshormon ist anders nachzuweisen, andere Zeitpunkte an der Kontrolle ansetzen muss, als ein Stimulanz, das ganz klar eine Wettkampfdroge ist. Da kann man am besten einfach Wettkampfkontrollen machen. Aber ich komme nochmal zu den Anabolika. Anabolika sind weltweit die Substanzklasse, die am meisten gebraucht wird, aber nicht nur im Sport, im Leistungssport, sondern eigentlich auch im Breitensport, im Fitnesssport, im Bodybuilding-Bereich. Und wie gesagt, es gibt heute praktisch keine medizinische Anwendung. In der Schweiz ist der Import dieser Anabolika verboten. Wir hatten mehrere Beschlagnahmungen, sondern in der Regel gibt es etwa 500 bis 600 Beschlagnahmungen am Zoll pro Jahr. Und das ist die meiste, sind dann eben diese Anabolika, die eigentlich dann einfach in die Bevölkerung reingehen. Und die Produktion, Handel und Vertrieb ist sehr lukrativ. Es ist heute so, dass teilweise mafiöse Organisationen dahinter sind. Die Gewinne sind etwa gleich groß im Drogenhandel, aber das Risiko, erwischt zu werden, ist sehr viel kleiner, weil sehr viel weniger Staaten haben Regelungen, die das bestrafen. Also es ist dort eigentlich sehr lukrativ. Und ich habe da zwei Bilder gezeigt, die habe ich von der DEA bekommen, von Amerika, also von der Drug Enforcement Agency. Das sind so Untergrundlaboratorien, das gemacht wird. Und ihr seht natürlich, die hygienischen Bedingungen sind nicht unbedingt sehr gut dort. Also, das ist ganz einfach. Ich bin Chemiker, ich kann in China für 100 Kilo Anabolika-Vorläufer bestellen. Nein, in der Schweiz ist es schwierig, da komme ich nicht so rein mit dem. Aber da kann man sehr einfach von diesen Vorläufersubstanzen Anabolika machen. Aber ihr seht dann diese gesundheitlichen Aspekte. Und wenn man dann zum Beispiel diese Anabolika appliziert unter die Haut, teilweise sehr hoher Schwermetallgehalt und hat man dann diese gesundheitlichen Regeln. Also Gesundheit und Dopingbekämpfung gehen hier Hand in Hand, gerade in diesem Übergangsbereich, wo auch die Bevölkerung betroffen wird. Aber wenn man auch die Fairness anschaut, also Sport hat man immer mit einem großen Fairness-Gedanken. Und wir haben als Anti-Doping Schweiz dann damals zusammen mit dem Bundesamt für Sport 2014 eine große Bevölkerungsumfrage gemacht. Und eine der Fragen war, hat Sport generell einen positiven oder negativen Einfluss auf die Entwicklung von Jugendlichen? Und ihr seht hier, über 98% der Bevölkerung sagt ja, einen sehr großen, einen eher positiven oder sehr positiven Einfluss. Ich kenne kein anderes Gebiet, das eine so hohe Zustimmungsrate hat wie der Sport.
Und wir haben auch gesehen, wie diese Karriereförderung von Achim, also das ist sehr stark vernetzt in der Gesellschaft. Die Gesellschaft glaubt, dass der Sport einen positiven Entwicklungsschub bei den Jugendlichen hat. Und das zu Recht, ich glaube immer noch daran, trotz 30 Jahren Dopingbekämpfung. Und wenn man dann fragt, ja, haben Sportstars Vorbildfunktionen, dann sagt das der Mehrfachnennung hier möglich, deshalb gibt es mehr als 100%. 66% der Bevölkerung, ja, für Jugendliche. Also einerseits haben wir einen positiven Effekt bei Jugendlichen und andererseits haben Sportstars einen positiven Effekt. Und Sarah ganz klar schön gezeigt mit diesen Bildern, dass Sportstars eigentlich da, wie das dann weitergeht und dann motiviert, selber Sport zu machen. Also das ist nicht zu unterschätzen, das dürfen wir nicht verlieren. Und wenn wir dann fragen in der gleichen Umfrage, wir haben das auch 2011 gemacht, was sind die Hauptprobleme des Sports? Und das ist wieder die Bevölkerung, die sagt hier, ganz klar Doping, das war 2011 so, 2014 so, das war vor Korruption, Kommerzialisierung, Spielgewalt, sexuelle Belästigung. Vielleicht gibt es heute gewisse Verschiebungen, vor allem wenn man die Macklinger-Protokolle anschaut und so. Aber Doping ist ganz klar ein Hauptproblem, das die Bevölkerung sieht. Und diese Folie zeige ich hier nicht, aber wenn man dann fragt, wie soll man Doping bekämpfen und etwa 95% sagen ja streng verbieten. Also es ist Freigabe von Doping in der Schweiz, das sind vielleicht 1-2%, die das wollen. Und wenn ich jetzt noch frage, ja, wie wird dann das Doping beurteilt? Ihr seht hier, grün, je dunkelgrün, umso höher die Zustimmung und je dunkelrot, umso höher die Ablehnung. Und ihr seht hier, Doping gibt schlechte Vorbilder. Es sind über 95%, die sagen, ja, das ist so. Oder Doping schadet dem Sportimage, ist auch so. Oder Doping ist gegen Fairplay-Prinzip. Das sind alle hohe Zustimmungsrate. Und sogar, wenn man sagt, Dopingbekämpfung ist Sportförderung, haben wir über 60% oder mehr als 60% Zustimmung. Und wenn ich dann sage, ja, Doping gehört zum Sport wie Training, haben wir eine sehr hohe Ablehnung. Also das ist eine ganz differenzierte Meinung, die da die Bevölkerung in diesen Umfragen hat. Also es ist ganz klar, Doping gehört nach der Bevölkerung nicht in den Sport. Und wir müssen also alles machen, um Doping zu bekämpfen. Wir haben heute gute Regelungen. Also wenn ich denke, vor 30 Jahren, als ich begonnen habe, hatten wir viel schlechtere Regelungen, wir haben gute. Aber trotzdem müssen wir uns heute immer wieder fragen, haben wir die richtigen Regeln, machen wir das richtig, ist die Dopingbekämpfung fair? Und da gibt es schon noch oder immer wieder einige Ansätze. Also ganz klar, die Harmonisierung ist gut. Die Welt-Anti-Doping-Organisation hat eine Harmonisierung gebracht, aber die ersten Harmonisierungen 2004 war ein Code und vier Standards. Heute haben wir einen Code und dieser Code hat mehr Worte als die ganze Schweizerische Bundesverfassung. Also wahnsinnig groß. Wir haben heute 9 Standards, wir haben unzählige technische Dokumente und sogenannte Technical Letters. Das ist nicht mehr überschaubar. Also dort haben wir eigentlich eine Überregulierung und eine hohe Administration, die ein mittlerer Betrieb, wie damals Anti-Doping Schweiz ist, sehr stark an diese Grenzen bringt. Oder wir haben auch gesehen mit den Dopingfällen mit Russland, wenn eine wichtige Sportnation dopt oder eigentlich sogar staatlich dopt oder staatlich geduldet gedopt wird, dann hat der Sport keine Möglichkeit oder zu wenig Macht und zu wenig Wille, die wirklich zu strafen. Also diese Strafe, dass man die Flagge nicht wehen darf an den Olympischen Spielen, die jetzt da in Tokio gewinnen, das ist keine Strafe eigentlich. Oder wenn ich einen Dopingfall habe, haben wir wirklich Doping? Und wir sind heute so tief in der Analytik, oder haben wir eine Mikrodosierung? Haben wir zum Beispiel eine Kontamination? Oder wer den letzten Beitrag von Heio Seppel gesehen hat vor 4 Wochen, auch Sabotage kommt immer mehr ins Spiel. Also wenn wir dann einfach eine Analytik haben, ein analytisches Resultat, dann müssen wir immer sagen, ja, was bedeutet das jetzt? Und nicht einfach sagen, diese Person ist gedopt. Dopingliste ist sehr schwierig, sehr komplex. Also ein heutiger Athleten kann mit der Dopingliste nichts anfangen. Deshalb haben wir eben Tools gemacht, wie eine Medikamentendatenbank, eine Medikamenten-App, wo man das machen kann. Die staatliche Gesetzgebung, nicht in allen Ländern gleich, also Deutschland, Österreich, da kann man zum Beispiel ein Sporttreibender
getoppt und damit, aber mit dem Sport Geld verdient, wird er gleich behandelt wie ein Wettbewerbbetrüger, sei das jetzt ein Banker mit einer Krawatte oder ein Sportler in einem Running Shorts, der wird dann gleich behandelt. Das ist in der Schweiz nicht so. Also Deutschland und Österreich können mit diesen Tools, mit dieser Gesetzgebung, mit dieser Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaften und Antidopingagenturen viel mehr bewirken als andere Länder. Andere Länder haben teilweise gar nichts. Also ich erinnere mich, dass Sebastian Coe selber bei der kenianischen Regierung interveniert, dass sie endlich eine unabhängige Antidopingagentur schaffen und gewisse gesetzliche Regeln machen. Und die haben dann das machen müssen, eben weil Kenia ist eine sehr große Läufernation und Sebastian Coe hat sich dort persönlich eingesetzt dafür. Also dort diese Unterschiede weltweit die sind teilweise schwierig. Information, Prävention. Ich hatte einmal einen Fall beim Paralympischen Bereich. Ich war damals bei der Chair der Antidopingagentur der Paralympischen Organisation. Dann wieder ein Fall von einem Mann aus einem Land, wo Bürgerkrieg herrscht. Für den war Sport die einzige Möglichkeit, weiterzukommen. Er wollte aber auch Kinder, hat dann irgendein Medikament von seinem Arzt bekommen, eben um seine Spermienproduktion anzuregen. Das ist aber auf der Dopingliste, hat das nicht gewusst. Und der wurde dann 4 Jahre gesperrt. Da muss ich auch fragen, ja, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Also dort, der hatte keine Information, keine Prävention, hatte nicht die Möglichkeit, wie wir mit Medikamenten, App und so weiter. Oder natürlich ganz klar die Strukturen, finanziellen Mittel, Fachpersonen. Da klaffen Welten zwischen den besten Antidopingagenturen und denjenigen, die vielleicht noch ein Mann- oder ein Frau-Organisation sind. Also hier haben wir teilweise schon, wir haben sehr viele Fortschritte gemacht, aber wir sind noch nicht dort, wo ich es gern sehen würde. Aber trotzdem, eine Freigabe zum Beispiel wäre überhaupt keine Lösung. Denn wenn man eine Freigabe machen würde, Sport ist ja nicht nur Spitzensport. Das Sport, wir haben gesehen, Talentförderung von Achim, das ist ja von klein auf. Oder bei Sarah, wie dann, dass es das auf die Jugendlichen wird. Also wenn dann gesagt wird, ja, du darfst nicht dopen, aber wenn du einen Spitzensport machst, darfst du dann machen, was du willst. Das ist kein Signal, das wir geben wollen. Oder der Sport wird ja auch sehr stark mit Steuergeldern unterstützt. Wir sehen jetzt zum Beispiel die Armee, die Spitzensportler. Die 7 der Medaillen in den Olympischen Spielen waren ja eigentlich auch durch diese Zeitsoldatinnen und Soldaten gemacht. Also wieso sollte dann die Bevölkerung, der Steuerzahler einen Sport unterstützen, wenn er Doping freigeben würde? Also das würde nicht akzeptiert. Wir haben es gesehen bei dieser Bevölkerungsumfrage. Und wenn man zum Beispiel eine Zweiklassengesellschaft machen würde und sagen, ja, wenn ihr dann Spitzensport habt, ihr seid erwachsen, Selbstverantwortung, könnt ihr Doping, aber dann haben wir immer noch diejenigen, die es nicht wollen, dann müsste man trotzdem die ganze Dopingbekämpfung aufrechterhalten, aber wir würden dort nichts gewinnen. Und last but not least, wenn man Doping freigibt, würde man alle dazu zwingen, sich zu dopen. Und wenn ich Sporttreibende höre, der überwiegend große Teil, sagen wir ganz klar, wir wollen das nicht. Wir wollen unsere saubere Leistungen bringen. Und ich war einmal im 2011 in Australien in einem Sabbatical und wir haben da versucht, ein Modell zu entwickeln, wie man in Zukunft das machen kann. Wir sehen hier, es gibt diese drei Säulen, Prävention, Abschreckung und Nachweis. Wenn man das sieht, auf der linken Seite könnte man vielleicht sagen, mit 95% Wahrscheinlichkeit kann man sagen, 50% der Sporttreibenden kann man mit guter Information, Prävention, kann man davon abhalten zu dopen. Die haben ein gutes Gerüst. Und dann bei 10%, die sind stark gefährdet, da muss man alles machen, da hat der Target und die Tech, da muss man einfach gute Kontrollen machen, Ermittlungen machen, zusammen mit Staatsanwaltschaften. Und in der Mitte haben wir diese vielleicht 30-40%, ist schwierig zu sagen, die können sich nach unten bewegen, dann nicht oben, gegen oben bewegen. Und da müssen wir neue Lösungen finden. Da sind wir noch zu wenig gut. Wie schrecken wir die ab? Also es gibt da Innovationen. Wir haben zum Beispiel schon seit mehreren Jahren aus Blutstropfen, kapillär aus dem Finger, können wir Dopingmittel nachweisen. Also sehr niederschwellige
Sache. Also man kann da in Sportarten gehen, die man sonst nicht testen kann. Sehr, sehr gute Sache. Wird sehr stark akzeptiert von Athleten und Athleten. Wir können in Sportarten eben, die wir sonst mit den normalen Kontrollen, weil die zu teuer sind, nicht machen können. Oder Forschung. Die Australier haben ein Modell entwickelt, die haben ganz klar zeigen können, die Wahrscheinlichkeit, die Tendenz, Doping zu brauchen, hängt bei einem Athleten und bei Athleten vor allem damit ab, mit seinem moralischen Background. Also das Umfeld, wie er aufwächst, wie er im Interesse, das ethische Umfeld. Der zweite Punkt ist aber schon die Legitimität der Dopingbekämpfung. Und der dritte Punkt ist dann die Peer Group, also die Freunde, wenn die, was die machen. Was heißt Legitimität? Legitimität heißt in diesem Zusammenhang, die Regeln müssen einfach sein, verständlich sein, dass sie akzeptiert werden können. Also ein WADA-Code, der mehr Worte hat als eine Bundesverfassung mit neuen internationalen Standards, da sind wir auf dem falschen Weg. Und Legitimität heißt auch, die Sanktionen müssen dann auch umgesetzt werden. Und wenn ich Russland sehe, diese beiden Punkte sehen wir gerade eben nicht gut. Also wir müssten dort einfacher Regeln, verständlich sind, und wenn man erwischt wird, wenn gedopt wird, müsste man konsequent umsetzen. Damit habe ich geschlossen und hoffe dann auch in der Diskussion mehr noch zu hören. Vielen Dank. Ja.